Am Büsch gegenüber von der Luxexpo im Kirchspiech hat der Spaziergänger ein Plastikstut mit 11 kleinen Muppen drauf fand. Deere wären Männer wie Zing Dijal und zum Zeitpunkt von der Entdeckung wären da schon 6 tot. Den Tag danach hat er den Schöfflinger Deere-Schutz informiert und wir waren mit der Kamera mit dabei, für Deere und die Benevol-Assoziation überrichtet. Aber wir haben morgen die Hände geliefert, die Jungen, wie alt waren die ungefähr? Sie waren Männer wie Zing Dijal, ungefähr 50 irgendwann alt. Sind die Deieren noch krank und sind eine Überlebenschance oder wie groß ist die Überlebenschance? Das Chance, dass leider schon ein den Tod ist, weil ihn hat nicht genug Milch gekriegt und ihn ist deshydratiert. Die anderen sind aber noch ganz weiblich und das noch viel Chance für sie zurückkriegen. Und ihr oft so fällt, dass etwas geschieht? Leider, das fängt um mittags zu geschehen. Was sollen Leute machen, wenn sie so an so einer Situation sind, also der Fahne? Das sehr reagieren für zu fiedern, weil Kleine können ganz deshydratiert, sehr deshydratiert gehen, sich verdächen. Und das muss wirklich direkt behandelt gehen, den nächsten Tag. Um Babys bei den Deierendoktor, als ihr weiter Deier gestorben. Deiere wären ihr so fandgaufen an einem schlimmen hygienischen Zustand. Die größte Gefahr für die kleinen Muppen sind bakterielle Infektionen, weil ihr Immunsystem noch nicht gut ausgebildet ist. Oui, alors avec ma copine, on marchait tranquillement à côté de la voie internationale et on a entendu des chiots, on croyait que c'était un chat qui était perdu. Donc on s'est un peu avancé, un peu plus loin que la route, à l'intérieur des arbres et on a découvert à côté d'un arbre un sac poubelle avec 11 chiots à l'intérieur et malheureusement ceux qui étaient en dessous étaient morts. Die 4 Muppen, die überlebt haben, sind um Weg von der Besserung. Sie werden nur von einer freiwilligen Person heischgepäppelt gehen. Dazu gehört, dass sie die nächste Zeit 24 Stunden auf 24, 7 Tage in der Woche, alle 2 Stunden müssen gefiedert gehen. Nur 6 bis 8 Wochen werden sie dann können zur Adoption freigestellt können gehen. Herr de Portoli, das hat man heute gesehen und kennen Sie etwas mir oft für? Wir haben dieses Jahr, gebe ich so ein, nicht nur von Muppen, aber von Katzen hier, hauptsächlich von den Jüngeren, da gehen Katzen ganz oft über TV, wirklich, ja, kann ich schon bei so einer Drecksgestücke heute links auch jetzt. Wir haben einen Nehmer gehabt, heute 4:4 beim Grand Surface. Da hatten diejenigen dann die Katzen an den Nehmer gesagt, du warst noch frei dran. Und einfach einen Deckel drauf gemacht. Und das wird lo eben nur Haut geschieht, dass man her, dass die Drecksgestut da vorne mit den Händen das ist leider Gottes hier in Lützburg nicht die Ausnahme. Wenn da so Sachen gesieht, nicht da zumachen und einfach sich umdrehen, guck nicht weg, greift auf asyl.lu, Monsieur, da gibt es x Telefonsnummern.